Ja, mein Name ist Sarah Zabel und ich studiere Ton und Bild an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist zum Beispiel Popproduktion, einer davon ist klassische Musikaufnahme. Und dann lerne ich einfach, wie ich Musik aufnehme und wie ich die produziere. Mein Traumberuf ist Tonmeisterin. Ich finde es besonders spannend, weil man da die Möglichkeit hat, in gewissem Maße in die musikalische Gestaltung einzugreifen. Für mein Studium habe ich mich entschieden, weil Musik mir so sehr am Herzen liegt, dass ich mir nichts anderes vorstellen konnte. Als ich gerade Abi gemacht hatte oder kurz vorm Abi stand, war mein großer Traum, ins Orchester zu gehen. Und deshalb habe ich angefangen, Geige zu studieren. Und bin an die Robert-Schumann-Hochschule gekommen. Da bin ich dann immer mehr in Kontakt gekommen mit den Studierenden vom Institut für Musik und Medien. Wir haben gemeinsame Projekte gemacht, die haben irgendwelche Aufzeichnungen gemacht von Sinfoniekonzerten, bei denen ich mitgespielt habe. Oder die haben Live-Visuals gemacht zu anderen Konzerten. Und ich fand das ziemlich toll, was sie machen. Und irgendwann habe ich mich auf der falschen Seite gesehen. Und dann habe ich mich nach meinem Bachelor dazu entschieden, noch Ton und Bild draufzusetzen. Es ist sehr besonders, dass wir nur 15 Leute sind. Wir sind wie eine kleine Familie. Das ist total schön. Jeder kennt jeden. Die Menschen da sind unglaublich nett. Alle super kreativ. Was man nur hier lernen kann, ist diese intensive Kombination aus Ton und Bild. Es liegt daran, dass alle Leute, die was mit Bild machen, sei es Mehrkameraproduktionen oder Visual Music, sind alle studierte Musiker, spielen alle ein Instrument und kennen auch die andere Seite. Düsseldorf ist eine wahnsinnig vielfältige Stadt. Man kann hier alles machen. Wir haben den Rhein hier und die Rheinwiesen. Abends gibt es hier super viele nette Cafés und Kneipen, in denen man zusammen sitzen kann. Ja, die Stadt ist toll, die Hochschule ist super toll und ich würde jederzeit wieder hierher kommen, um zu studieren.